Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die Woche 6 Challenges aus Season 3 raus. Das heißt, wir haben mittlerweile schon mehr als die Hälfte der Season geschafft. Und es werde natürlich trotzdem zu den ganzen weiteren Wochen auch immer noch Challenge-Videos machen. Also, wenn ihr dazu nichts verpasst wollt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal mit der ersten Challenge. Und zwar müssen wir als erstes bei The Authority landen. Das ist ganz in der Mitte. Und dort müssen wir dann unter den letzten 25 sein. Es kann sein, dass es in Duo- oder Team-Modus nicht funktioniert. Das heißt, in der normalen Runde Solo solltet ihr da auf jeden Fall auf der deutlich sicheren Seite sein. Wenn ihr dann dort gelandet seid, könnt ihr direkt weiter nach Salty Springs gehen und 7 Munitionskisten durchsuchen. Wenn ihr dann dort auch durch seid, könnt ihr einmal nach Pleasant Park weitergehen und dort 3 Kills dann machen. Dann habt ihr auch schon die dritte Challenge fertig. Danach geht es dann einmal weiter nach Lazy Lake. Dort müsst ihr dann insgesamt 7 Truhen durchsuchen. Auch relativ simpel, gibt es in relativ vielen Häusern hier ja tatsächlich. Ich glaube, alleine in den mittleren Gebäuden sollte es auf jeden Fall schon komplett ausreichend sein. Ansonsten, wie gesagt, in Gruppenkeile geht das immer am allerleichtesten eigentlich, falls ihr dort irgendwelche Probleme haben solltet. Zusätzlich dazu gibt es noch 2 besondere Challenges diese Woche, und das sind nämlich die 8. und 9. Challenges. Und das ist nämlich einmal, dass wir 10 Truhen durchsuchen müssen und einmal, dass wir 100 Truhen durchsuchen müssen. Ist jetzt immer die Frage, ob das dann tatsächlich am Ende reinkommt oder ob wir das gar nicht erhalten werden. Aber falls wir es erhalten sollten, ist es dann sollte das eigentlich auch gar nicht so schwierig sein. Ich meine, macht man ja nebenbei auch in ganz normalen Runden, deshalb eigentlich keine sonderliche Schwierigkeit. Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann auf jeden Fall reinkommt. Die nächste Challenge ist dann auch wieder etwas besonders, und zwar müssen wir ein Fahrzeug bei Caddy Corner auftanken. Zurzeit sind ja Fahrzeuge noch gar nicht im Game. Vielleicht werden die eben halt nachher um 15 Uhr aktiviert oder alternativ wird die Challenge eben halt ausgetauscht, und dort könnte es dann gut sein, dass anstelle der Challenge eben halt die Truhen-Challenges reinkommen. Bin ich auf jeden Fall mehr sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, falls die Autos aktiviert werden sollten, müsst ihr euch irgendwo hier bei Cat Corner ein Auto schnappen, müsste hier überall herumstehen. Also ich glaube, auf der ganzen Straße verteilt sind hier mehrere Autos, zusätzlich wahrscheinlich an der Tankstelle auch welche, und dort müsste dann ganz einfach hier einmal zu den Zapfsäulen fahren. Ich glaube, allein schon hier der LKW, der hier steht, der müsste ausreichen, und ich glaube, man muss wirklich nur einmal hier dran fahren. Wichtig ist, dass ihr nicht dagegen fahrt, sondern dass ihr wirklich nur in der Nähe seid. Auf jeden Fall sollte sich dann schon automatisch auffüllen, und ich glaube, ihr müsst wirklich nicht mehr machen. Sollte dann auf jeden Fall auch eine sehr, sehr leichte Challenge sein. Das müsste dann auch nur insgesamt einmal machen. Danach geht es dann noch einmal weiter nach Ricky Rick, und dort müsst ihr dann 500 Damage hinzufügen. Sollte auch relativ gut möglich sein. Ricky Rick sind die Inseln da ganz unten. Zählt da wahrscheinlich auch, wenn man dazwischen irgendwo ist. Also wie gesagt, auch eine sehr, sehr leichte Challenge eigentlich. Dann als letztes müsst ihr noch einmal zur Buchtenbude gehen. Das ist diese kleine Insel, die hier links neben Holly Hatches ist, die zurzeit tatsächlich noch relativ leicht zu erreichen ist. Ab morgen wird dann ja wahrscheinlich das Wasser auch nochmal absinken, dann kommt man etwas schwieriger drauf. Ansonsten, wenn man einmal drauf fliegt, müsste das ganz gut möglich sein. Hier an dieser Stelle, direkt rechts in der Kiste, befinden sich dann Angeln, die ihr easy mitnehmen könnt. Und damit könnt ihr dann einfach hier einmal rundherum angeln gehen. Hier sind Fishing Spots und so. Und irgendwo müssen dann auf jeden Fall die ganzen Waffen drin sein. Insgesamt braucht ihr dann nur eine. Und das waren auch schon die ganzen Challenges für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.